Hallo zusammen, weiter geht's mit World of Tanks. Immer noch im M3 Steward, immer noch die gleiche Aufnahmesession oder Spielsession. Aufnahmesession. Und vielleicht kriege ich es ja hin, mal zwei gute Runden zu fahren. Was ich jetzt nicht gemacht habe, was ich machen wollte, herauszufinden, warum mein Spiel laggt. Und um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht. Ich tue einfach mal so, als hätte ich nichts gesagt und klicke ins Gefecht. Aber auch Runden zu verlieren gehört dazu. Glaube, da lernt man sogar mehr raus als aus so einer Runde, wo man acht Gegner schön nacheinander abschießen kann. Weil ich glaube, die Runden sind äußerst selten. Besonders später. Wenn die Tierstufen dann höher werden. Aber erstmal bleiben wir noch auf 3. Da ist die Wartezeit auch schön lang. Ist die auf den höheren Stufen auch so lang? Ich meine, die wären nicht so lang gewesen, oder? Das ist so lange her. Ja. Wir warten. Vielleicht kriegen wir auch mal eine andere Karte. Eine, auf der wir noch nicht waren. Ich hoffe nur, es sind nicht wieder Bots dabei. Oh, Moment, das ist doch eine andere, oder? Ne, ist wieder weg. Und irgendwas mit Doppelpunkten. Ja, 1, 2, 3. Es geht ja noch 3 von 15. Das heißt, ich kipp wieder auf die Seite. Und der einzige Panzer in meiner Nähe ist ein Bot. Okay. Wir sind wieder auf der vermeintlich guten Seite. Der lief es zumindest besser. Fahren. Doch wieder einige da drüben in den Sumpf. Aber diesmal fahren mehr in die Stadt. Irgendeiner in die Mitte? Nein, es fährt keiner in die Mitte. Nicht einer. Das ist nicht schön. Es muss einer da hinten fahren, oder? Ja, ich kann da drüben ja nicht spotten. Fährt denn nicht einer mein Boot? Ich weiß, ich könnte da auch hinfahren, aber um ehrlich zu sein, traue ich mich nicht. Okay, ich fahre weiter in die Stadt. Aber da kommt auch irgendwie nichts. Fahren die Gegner alle den? Ah ne, da kommt was. Einer, zwei. Mathilda ist, glaube ich, ein gefährlicher. Das ist auch ein Vierer. Den kann ich bestimmt nicht mal penetrieren. Ich glaube, die... Oder?
Wo ist denn die Mathilda jetzt hin? Ist sie kaputt? Von der Seite durchschlagen. Da ist die Mathilda. Hör mal, der nicht weiter vor. Wer baut denn überall Häuser? Was soll das? Oh Gott, ich hab's mir gedacht. Alles rot. Ich komme nicht mehr durch die Seite. Das ist doch ein Witz, oder? Was mache ich denn jetzt? Geht es damit vielleicht? Oh nein. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Och, bitte. Erstmal verstecken. Ich sollte hier vielleicht nicht stehen bleiben. Alleine. Das Haus oder? Oh, ich bin jetzt echt nervös wegen der Mathilda. Wie ist der denn? Das ist doch so ein dicker Panzer, müsste ich den nicht sehen. Na toll. Ich bin jetzt aber auch gerade übervorsichtig. Ne? Wie ist der denn? Berühmte letzte Worte oder wie war das? Ich mach gar nichts. Oh, ich will das nicht platzen. Wow. Macht ja Spaß, gegen so einen zu spielen. Aber ich will auch nicht die teure Munition laden. So kaufen. Die ist schon ganz schön teuer. Ja, war nix, ne? War nischt. Ärgerlich. Was sag ich hier mit den Aufträgen? Was hab ich da jetzt für Aufträge? Hä? Hab ich nicht auf Aufträgen geklickt? Warum geht denn der auf den Battle Pass? Hallo? Aufträge. Ach so. Okay. Nope. Kämpfen Sie. Fünf. Ah.
Noch ein Gefecht und dann kriege ich irgendwann. Aber 2500 freie Erfahrung. Das ist gut. Was ist das? Erforschen Sie ein Fahrzeug der Stufe 5. Dafür gibt es 100 Gold. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Das macht meine Crew. Aber Moment, war das nicht, wenn ich das noch erforsche, so 5600? Ist der dann Elite, auch wenn ich die Sachen noch nicht gekauft habe? Weil dann könnte ich ja die Crew doch schneller. Da war doch was. Abwarten. So. Runde Nummer 2. Die letzten Male nicht so gut war. Aber ich würde jetzt mal sagen, die erste Runde war nicht gut. Dann müsste die zweite doch jetzt besser werden. Drei Bots. Nicht mal voll. War das schon immer so auf den niedrigen Tierstufen? Nee, das gab es früher nicht. Ich nehme an, die machen das, damit die Leute nicht Ewigkeiten in der Warteschlange hängen. Okay, die. Ich guck gerade, weil die Map hatten wir noch nicht. Wo die Leute so hinfahren. Und auf die rechte Seite fährt irgendwie gar keiner. Hier zwischen den Häusern möchte ich aber auch nicht unbedingt. Bin ja nicht so der dicke, fette Panzer. Oh, 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 oh. Hört doch mal auf. Ich komme da wieder nicht durch. Die stehen da alle in dieser Häuserfront. Wie lame ist das denn? Oh, ich habe gerade schon wieder Panik gekriegt. Ich kann mich auch in so einer Häuser-Dings reinstellen. Hilft mir das auch? Und ich bin schon wieder gespottet. Irgendwo komme ich da durch. Ich mache ja massig Schaden. Der steht auch irgendwie nicht. Der steht immer noch da. Was ich ganz gefährlich finde, wenn ich in dieser Schützenansicht bin, irgendwie vergesse ich da das Match um mich herum. Fährt nicht mehr nach hinten, oder? Doch. Nein. Komm schon. Jetzt. Jetzt kommt er. Ich weiß nicht, ob der. Ich will hier nicht so nutzlos sein. Ist der? Ach nee, der ist noch. Hey, wo ist er? Wer hat denn da gerade auf mich geschossen? Ich verstehe hier gerade gar nichts. Oh Mann, ich bin so nervös.
Komm schon. Doch die beiden Bots, ne? Aber das sind Heavies. Ich weiß gar nicht, ob ich die beschädigen kann. Habe ich denn einer der armen X30, der versteckt sich da? Wo ist denn jetzt der andere Dicke? War dumm. Verdammt. Verdammt. Er haut ab. Dreh mir doch nicht immer deine Front zu, da komme ich doch nicht durch. Okay, dreht sich wieder. Ich komme da nirgendwo durch. Das gibt's doch gar nicht. Dankeschön. Aber das ist schon frustrierend, oder? Ja, die Runde ist zumindest besser als die davor. Jawohl, Kill noch abgestorben. Sehr gut. Ja, dies war aber die zweite Runde besser als die erste. Zwei Siege. Bisher jetzt, wie viele Runden waren es jetzt? 8, 10? 10. Kann man sagen, die einzigen beiden Niederlagen waren die, die ich wirklich weggeschmissen habe. Kämpfen sie. 5, ah ja. Zehn Gefechte ist an der Zeit, in den aktiven Kampf zu gehen. Kämpfen sie weiter. Okay. Habe ich verstanden. So, wir haben jetzt 4-2. Wenn ich das mache, 5600. Einmal hier gucken. Ja, okay. Das reicht doch jetzt, ne? 5000. 600. Ja. Jawohl. Das war's doch. Zurück. Und jetzt. Zack. Ach so, für diejenigen, die. Für diejenigen, die sich wundern. Mit den Talenten. Fähigkeiten der Crew. Man hatte da keine Wahl. Man musste halt die so auswählen. Klar, hier. Sechster Sinn. Logisch, auch Commander. Aber als zweite Wahl hatte man dann nur Tarnung. Und bei den anderen konnte man auch nur Tarnung auswählen. Vielleicht nicht ganz so optimal. Genauso wie diese Härtung. Die gab es halt auch. Die habe ich mir nicht irgendwie gekauft. 500.000 Credits. Yay.
Okay, komm. Sollen wir noch eine Runde machen? Ja, wir gucken mal noch eine Runde. Jetzt, wo die Crew mehr Erfahrung kriegt. Und ich glaube, wir haben auch noch eine Anwendung für die XP. Die Erfahrungspunkte. Ja. Läuft bisher, oder? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin super überrascht, wie gut es läuft bisher. Dass ich da auf der Seite lag, ja, ärgerlich, kann passieren. Sollte nicht, aber kann passieren. Minen ärgert mich eher, dass ich da so greedy war, so gierig vorne und hab mir dann die dicke Schelle von dem Jagdpanzer gefangen. Dadurch hatte ich dann am Ende keine HP mehr und dann noch ein kleiner Fahrfehler, dass meine Kanone halt Richtung Dreck gezeigt hat. Ja. Beim nächsten Mal besser machen. Ich habe eben sogar aus Frust habe ich mir eine halbe Tüte Haribo reingehauen. Furchtbar. Aber Haribo ist auch lecker, oder? Ist keine Werbung. Nein. Auf meinem Channel gibt es sowieso keine Werbung. Vielleicht, wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle. Irgendwann in der Zukunft mal. Vielleicht finanziert mir YouTube irgendwann mal einen Döner. Aber ich glaube nicht. Warum mache ich eigentlich YouTube? Vielleicht interessiert das jemand. Kann ja sein. Also, ganz ehrlich, ich mache YouTube eigentlich wegen meinem Sohn. Mein Sohn zockt, wie jeder eigentlich in der Familie. Und aber irgendwie glaubt er, damit YouTube hätte keinen Wert. Das wird eh nicht klappen. Wie auch immer. Vielleicht ist es jetzt noch ein kleiner Versuch, ihm einfach zu zeigen, man muss nur Ausdauer haben, dann kann es klappen. Wenn man nicht völliger Arsch ist. Manche sind auch völliger Arsch und haben trotzdem Erfolg. Man kann nie vorhersagen, was passiert. Aber es ist auch schon so ein bisschen, dass ich. Oh Gott, wer hat da schon auf mich geschossen? Ich hab's aber mit den Hügeln und so, ne? Das war ein Schuss ins Blaue, würde ich sagen. Oh, der brennt. Der brennt. Er hat keinen Feuerlöscher. Oh ne, der ist fast kaputt hier. Der haut ab.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob sich irgendjemand hier dafür begeistert, was ich mache oder ob es ihm gefällt. Ich hoffe es natürlich. Aber ich bin auch so ein Zocker, der Spaß daran hat zu zocken. Ich habe eigentlich selber nie gedacht, dass ich mal so YouTube-Videos mache. Ich habe zwar schon mit vielen YouTubern, auch Streamern zusammengespielt. Mein Stimmchen war auch schon in ein oder anderen YouTube-Video zu hören. Aber ich habe halt so ein bisschen auch die Hoffnung, dass ich meinen Sohn vielleicht motivieren kann, Zeit und Energie da reinzustecken. Ich meine, natürlich ist der Anteil der Leute, die sich ja diesen Traum, ist ja schon ein Traum, oder? Wenn man zocken kann und davon seinen Lebensunterhalt bestreiten. Vielleicht klappt es ja bei mir nicht. Also bei mir wird es nicht klappen. Bin auch alt. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ich bin echt alt. Aber der hat mich auch nicht gesehen. Ja, du hast jetzt 45 Schaden für. Ob du mich ignoriert hast. Jetzt tut dir leid, ne? Oh, bitte. Der kann aber auch zielen, ne? Alter, der schießt aber wie ein junger Gott. Oh nein. Was habe ich denn jetzt? Auris, good job. Aber auch hier wieder. Jetzt habe ich zu viel gequatscht. Ich habe nicht gesehen, wie der M3 Stuart da unten vorbeigefahren ist. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass der Schiri hier oben ist. Schiri war es, ne? Ist auch egal. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Quatschen und zocken muss auch gelernt sein. Ärgerlich. Aber es passiert, ne? Kann man nicht mehr ändern. Aber der Indra Stewart, ey, der hat mir eingeschenkt. Jeder Schuss ein Treffer. Da, guck, da auch wieder. Jeder Schuss ein Treffer. Der schießt nicht mal daneben. Nicht einmal. Wahnsinn. Und wieder eine Niederlage. Aha. Habe ich noch gesagt, es läuft. Ja, läuft ja nicht schlecht. Aber nicht mehr so gut. Und es leckt wirklich. Wo ist das? Ausbausatz 2 Auflagen. Ich hab Tarnnetz. Das war noch dritter Klasse. Ich habe Orden bekommen. Ja. Ich fand schon, ich habe Scheiße gespielt, aber immer noch besser als die anderen. Aber hey, yeah. Boah.
18 Gefechte. Und schießt wie ein junger Gott. Trefferquote 47, das stimmt doch nicht. Der hat Trefferquote von 100%. Erzähl mir doch keinen. Oh, ich hab geschnarcht. Ja. Was sagt der Meiner? Okay, ich habe nichts gesagt. Boah. 75% oder was? Ja, bin ich ja richtig stolz hier. Und ein Panzerass. 1 von 1. Krieger. Großkaliber. Stützer. Okay, das sind so kleinere, ne? Aber kaufen kann man sich dafür auch nichts. Oder bringen die irgendwas? Nö, ne? Ist nur so. Hast du Juck gemacht? Ach du Schande. Gibt doch ein paar. Kriegsgenie. Erhalten sie in 100 Gefechten die meiste Erfahrung. Wolf im Schafspelz. Panzermeisterschütze. Über 300 Meter, aber nicht mit dem Panzer. Okay. Was gibt's denn hier noch? Ja, Fahrzeuge. Ist nicht viel los. Was ist das denn? Zur Wertung gehen. Was ist das? Okay. Ich habe keinen Platz. Ich bin ehrlich, ich verstehe es nicht. Mach das weg. Ist denn noch so zu sehen? Auszeichnung. Oh ja, gut, das haben wir gerade geguckt. Okay. Ich will die Leute jetzt hier oder niemanden quälen. Elf Gefechte bisher. 8 Siege. 3 Niederlagen. Ich glaube fest, ich bin an allen 3 Niederlagen nicht ganz unschuldig gewesen. Ah. Denke, ich hatte da schon meinen Anteil. Alles klar. Ich bedanke mich für jeden, der dabei gewesen ist. Vielleicht hänge ich jetzt hier im Anschluss noch eine Runde dran. Ich gucke gerade nochmal auf die XP. Scheint trotzdem was gebracht zu haben. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Für jeden, der dabei war. Ich hoffe, die, die dabei waren, kommen wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Morgen, Abend, wie auch immer. Bis demnächst. Ciao.